Hallo. Heute zu ungewohnter späten Stunde. Schön, dass ihr noch dabei seid. Wenn ihr Hallo Eko da. Schön, dass du da bist. Also den nächsten Samstag ist es wieder zur normalen Zeit von 20 bis 21 Uhr. Jo. Haben sich irgendwelche Fragen ergeben? Vielleicht noch welche von der letzten Woche, von unserem gemeinsamen Gespräch? So möchte ich heute gerne etwas über positive und negative Energien und Schwingungen sprechen, ein wenig. Es ist wichtig, dass ihr euch nicht so mit diesen negativen Energien mehr abgibt. Ich weiß, es ist, wenn man diese Zeitungsberichte liest über bestimmte Dinge, die sich auf der Welt ereignen, auch eben nicht so gute Dinge, die negativen Ereignisse, dann hat es für viele Menschen zugleich doch auch etwas Anregendes. Man mag es zwar nicht zugeben und man sagt nachher ganz betroffen, schau, was da Schlimmes passiert ist, schau, was dort Schlimmes passiert ist, doch in Wirklichkeit für viele Menschen war es ein Genuss, diese Neuheiten in der Zeitung zu lesen und zu gleicher Zeit hat man seinen Kaffee oder seinen Kakao getrunken, sein Butterbrot mit Marmelade oder was auch immer die Frühstücksgewohnheiten sind oder die Essensgewohnheiten allgemein, man hat es genossen, obwohl man zur gleichen Zeit irgendwelche schlimmen Ereignisse liest. Das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie etwas, wo in irgendein Gewissen jetzt eindringen sollte und dass man sich schlecht fühlen sollte. Nein. Seht es so, dass der Mensch sich entwickelt, wächst, er einfach lernt. Und all dies, nämlich dieser Hang auch eher zur dunklen Seite, hat damit zu tun, dass er in seiner Geschichte sehr oft auf Verteidigung, auf Sicherheit bedacht war. Alles war so unsicher in diesem Leben, von überall her lauerten Gefahren.
Das war zu einer Zeit von 150.000 Jahren, wo er noch, der Mensch noch in den Höhlen gelebt hat. Da war die Gefahr vor den wilden Tieren da draußen. Auf die Suche nach Essen zu gehen, das gestaltete sich nach einem großen Abenteuer. Jetzt ist das alles verfeinert und die Wildtiere sind an den meisten Teilen der Welt nicht mehr so das große Problem. Aber jetzt hat sich alles in das Psychische verlagert. Im psychischen Bereich, im geistigen Bereich sucht der Mensch nun nach Sicherheit. Und er denkt, diese Sicherheit zu finden, wenn er es nur in der Absicherung seiner materiellen Güter sucht. So strebt der Mensch sein ganzes Leben nach materiellen Gütern, nach materiellen Reichtum, um sich damit irgendwelche Sicherheiten zu schaffen. Doch wie er selber, der eine oder andere von euch, erkannt hat, umso mehr, dass man sich in seinem Leben an materiellen Gütern anschafft, umso mehr wächst auch die Angst, dies alles zu verlieren. Es ist sehr schade, denn die materiellen Güter, die wir erschaffen und kreieren, die der menschliche Geist erschafft, sind auch sehr schön, sind sehr interessant und sie sind da, dass man sie genießen kann, dass man das Endprodukt dieser Schöpfung auch genießen kann. Doch dies ist kaum möglich, wenn im Hintergrund die Angst wartet, dass dies verloren gehen könnte. Also ist das irgendwie seltsam. Man sucht die Sicherheit in diesen Gütern und hat man sie, hat man Angst, dass man sie wieder verliert. Man häuft an, aber mit umso größer die Sammlung wird, umso größer auch die Angst. Alles ist veränderlich in der Welt. Gerade auch eben auf ein System aufgebaut wie das unsere, ist alles sehr veränderlich. Dieses System, dieses Betriebssystem funktioniert leider nicht. Es hat es noch nie richtig und es wird es auch nie richtig. Denn es ist ein künstlich programmiertes System, das liegt in der Natur, dass es nur scheinbar funktioniert. Ab und zu geht sich einmal eine Rechnung auf und öfters doch nicht. So, um zurückzukommen, negativ, positiv, ist bedingt durch dies unsere Geschichte dieser eher negative Schwingungsanteil vorhanden im körperlichen Geistsystem im Ganzen. Deshalb ist es auch, geschieht es oft, dass ihr habt es wahrscheinlich an euch auch selber schon oft gesehen und gespürt, wenn irgendeine Situation sich ereignet, der Hang zum eher Negativen größer ist, als wie sogar in dieser Situation gleich weiterzusehen, was kann aus dieser Situation gestaltet werden. Sie mag jetzt vielleicht ein wenig kompliziert, schwierig sein, doch was kann man daraus gestalten? Wie kann man nun dies hernehmen und damit arbeiten? Also mit anderen Worten, völlig unidentifiziert zu bleiben, nicht identifiziert mit dem ganzen Erinnerungs-, Erfahrungsmaterial, das man so angesammelt hat im Laufe des Lebens, völlig nicht identifiziert, einfach an die Sache gehen. Also man ist
losgelöst von allem Bekannten, von dem ganzen Denkmaterial, das so hier ist. Man benutzt das Denken, man arbeitet mit dem Denken, aber die Identifikation ist nicht da. Das ist eine Freiheit. Das ist die wahre Freiheit, zu erkennen, dass ich jetzt hier die Quelle bin, die Essenz bin, aus der heraus alle Dinge kreiert werden, ältere, bereits vorhandene Energieformen umgeformt werden können oder neue Energieformen gestaltet werden können. Dieses Bewusstsein, dein Bewusstsein gerade jetzt, ich rede genau von dir, von niemand anderen, ist klar und rein. Dieses Bewusstsein hat die Fähigkeit, in jedem Moment Energien zu gestalten, zu formen. Es gibt nur eine Energie. Und diese Energie kann verschiedene Formen annehmen und du bist der Gestalter, du bist sozusagen der Töpfer deines Lebens. Du erschaffst die Gegenstände deines Lebens, du erschaffst das Leben, alles. Auch die Erde, auch das erschaffst du. Die Erde bist du. Die Erde ist nicht getrennt. Es ist nicht so, dass du jetzt da bist und die Erde unter deinen Füßen ist, der ganze Globus, die ganze Erdkugel unter deinen Füßen ist. Nein, zuerst ist da deine Wahrnehmung, deine völlig klare, reine Wahrnehmung. Und in dieser Wahrnehmung ist alles darin sichtbar und auch machbar. Deshalb jetzt in dieser fantastischen Zeit, wo die Erde beginnt, so lichtvoll zu werden. Nicht nur beginnt, sie ist so lichtvoll. Jetzt nur nicht sich mit den alten Schwingungen abgeben, sondern im selben Moment, wo du spürst, dass du wieder in alte Muster reingehst, ganz ohne Gewissensbisse, im selben Moment damit aufhören und beginnen sofort die Energien entweder in kreative Energieformen umzuwandeln, etwas Kreatives, Schönes damit zu gestalten und zu erschaffen, oder völlig ruhend in deinem Sein, in diesem klaren Bewusstsein, einfach hier zu sein, in diesem Moment. Wie auch immer. Es ist schön. Und es ist doch schön, umso mehr ihr nun angeht, diese Energien umzuformen. Denn es hat sich hier auch ein geistiges Energieklima entwickelt auf diesem Planeten. Und dort sind noch viele Schlechtwetterwolken, die viele Menschen erfasst, die davon betroffen sind und dementsprechend auch reagieren auf diese Energien. Und so ist es einem jeden von euch eine wichtige Aufgabe, geschieht dies, auch wenn es scheinbar von einem anderen verursacht wird, dass es dir nicht gut geht oder dass du wütend wirst, ganz egal, was auch immer der Grund war. Selbst wenn der Grund gerechtfertigt ist, dass du auf einen anderen böse bist, dass er mit seiner Anschuldigung recht hat, selbst dann beginnst du dieses böse Sein, diese Wut in Liebe umzuwandeln. Das ist nicht schwer, denn deine wahre Natur ist die Liebe. Es ist nicht schwer. Du musst nicht Liebe herbeiführen, du entspannst dich nur und wirst dadurch zur Liebe.
Also glaube nicht deinen negativen Emotionen, wenn sie dann erscheinen. Glaube nicht dem Selbstbild, das du von dir selber gemacht hast, sondern glaube dir selber. Glaube der Reinheit deines Hierseins, deines Bewusstseins, gerade jetzt. Alle Gedanken, alle Erinnerungen, Erfahrungswerte, die sich in dir regen, sind eine Art Energieform, die du so wahrnimmst. Doch du bist der Erschaffer all dies. Du bist das Licht dieser Energieformen. Du bist das Licht, das dynamische Licht, das diese Energieformen gestaltet. Beginne es zugleich, wenn du merkst, dass du wieder einmal in diese Schlechtfühlstimmungen reinkommst, beginne sogleich mit der Umwandlung. Vertraue dir, es funktioniert. Wenn jemand sagt, es ist sehr schwer, es geht nicht, warum glaubst du das? Es mag schwer sein oder nicht schwer sein, das ist alles ohne Belang. Das sind ohnehin nur Wörter. Schwer nur ein Wort. Warum dem glauben? Warum nicht sagen, es funktioniert, es geht? Vielleicht beim letzten Mal bin ich noch ein wenig länger darin rumgeschwommen, doch nun wird es schneller funktionieren. Es wird sofort funktionieren. Warum überhaupt diese Barriere aufbauen mit, es ist schwer? Das ist jetzt genau, was in dieser Zeit stattfindet. Der Mensch hebt sich gemeinsam auf diese hohe Schwingung. Gemeinsam tun wir das. Alleine deine Arbeit an dir selber, wenn du nicht deinen alten Gewohnheiten wie gewohnt nachgibst, sondern an dir selber das anziehst, die Schuld nicht an einem illusionären anderen abgibst, sondern wenn du an dir selber diese Transformationsarbeit beginnst, alleine das ist die größte Hilfe, die größte Reinigung, die auf diesem Planeten geschieht. Und eines ist sicher, der Reinigungsprozess ist gewaltig. Noch nie in der Geschichte einer Zivilisation hier war das so intensiv wie auf der Erde mit den Menschen. Und jetzt ist es wichtig, sein Licht, dein Licht anzunehmen. Dein Licht in dein Innern, jetzt dieses Bewusstsein, dich selbst anzunehmen mit deinem Ja. Das ist von enormer Wichtigkeit, dies zu nützen und auf keine Art und Weise sich mit dem alten System mehr beschäftigen. Das bedeutet nun nicht, dass du am Morgen jetzt mit dem ganz alten, mit deinem Job oder weiß ich was sofort aufhörst. Nein, es ist nur dieses innere Bewusstwerden, dieses Gefühl von dir selber, dass es so ist. Das ist wichtig. Und dann lösen sich diese alten Strukturen allmählich von alleine auf. Keine Angst, nur Vertrauen in dieses Licht, in diese Liebe, die immer hier ist. Dieses Licht, diese Liebe ist kein Geschäft. Die hat nichts mit einem Geschäft zu tun. Das gehört zu einem Programm an, das so noch nie funktioniert hat. Es hat nur Ärger bereitet. Die ganze Zeit nur Ärger. Schaut euch die menschliche Geschichte in den letzten 5000 Jahren an. Wie viele Kriege, dass es da gegeben hat, wie viele unsinnige Streitereien. Also, wieso noch länger an einer solchen Geschäftsliebe glauben? Warum nicht entspannen, sich selbst sein und in diesem sich selbst sein der Existenz die Möglichkeit geben, zu wirken?
Und dies geschieht jetzt, in diesem Moment. Es ist nur eine Sache des Annehmens und des Entspannens. Hallo Joprape. Hallo Gerd, ich hatte dir eine Mail geschrieben. Leider gabst du keine Antwort. Ich erlebe seit einigen Wochen einen völligen Verlust eines Ich Bin. Absolut. Leerheit ist seitdem. Kannst du dazu was sagen? Sehr gerne. Jopra, meine Mailadresse ist gerdvalentinelli@gmail.com. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch eine alte Mailadresse von mir, nur für die weitere Kommunikation, gerdvalentinelli@gmail.com. Jopra. Schau, das ist sehr schön, was da geschieht. Das ist fantastisch, was da, wie du das schreibst, was mit dir geschieht. Schau, das bedeutet, du bist bereits bei diesem klaren Ich Bin eingetaucht. Dieses Ich Bin hast du schon gefühlt in seiner Ganzheit. Du kannst es auch jetzt fühlen. Alleine die Tatsache, dass du im Chat dies hineingeschrieben hast, bedeutet, dies musstest du mit einem bestimmten Ich Bin-Gefühl bewerkstelligen. Da wurden Energien in deinem Körper gebraucht, die es denn bewerkstelligen, dass der Körper sich bewegt hat und diese Worte in den Chat geschrieben hat. Es ist eben genau dieses Gefühl deiner selbst, dieses Ich Bin, dieses Hierseinsgefühl. Das ist jetzt etwas sehr Subtiles. Gehen wir das jetzt mal durch. Versuchen wir das jetzt sehr sensibel zu erfüllen, zu erspüren. Denn du schreibst auch von Leerheit. Nur als Experiment, jetzt in diesem Moment, fühle dein Hiersein, dieses Ich Bin. Fühle es. Vielleicht spiele ein wenig. Denke rum, denke, hol dir irgendeine Erinnerung hervor. Irgendetwas Geschehenes und spiel ein wenig mit dem. Eine Begebenheit, vielleicht was sich heute ereignet hat, irgendwelche Freunde getroffen oder ein anderes Beispiel, eine andere Erinnerung. Und spiel mit dem. Spiel mit dieser Erinnerung. Und dann jetzt fühle, dass du dies tust. Fühle, ich denke jetzt über vergangene Ereignisse nach. Und die sehen so und so aus. Und fühle dich. Fühle dich in diesem Moment. Ich bin. Langsam lass diese Gedanken los und fühle einfach ich bin. Fühle ich. Fühle dieses reine Hiersein, dieses Ich in diesem Moment. Das ist sehr intensiv, denn du siehst, allein die Aufmerksamkeit auf dich selbst, auf dieses Ich bin, lässt dir die geringsten auch geistigen Bewegungen erkennbar werden. Es ist eine sehr
subtile, eine sehr sensible Angelegenheit. Alles in dir wird sehr, sehr wach. Okay. Gut. Also du schreibst, nein, dieses Ich bin ist nicht mehr da. Alles geschieht, aber es scheint niemand mehr hier. Und Jopra, wer schreibt dies? Wer hat jetzt dies gerade geschrieben? Wir müssen beide hier klar Schiff machen und deshalb muss ich dir diese Frage stellen. Wer hat dies geschrieben? Das ist sehr, sehr wichtig. Denn, Jopra, Leerheit, das ist etwas, was mir Leute sehr oft berichten. Doch Leerheit ist ein Begriff. Leerheit ist oft dann wieder hier, wenn man wieder nachdenkt. Leerheit ist nur eine Bezeichnung, ein Begriff, ein Wort. Doch wenn du sagst, da ist niemand mehr hier, dann in diesem Niemand mehr hier sein, gibt es auch keine Leerheit mehr. Dann bist du in deiner Reinheit hier. Völlig klares, reines Bewusstsein. Sogar, dass es ist niemand mehr hier, ist nicht mehr so ganz richtig als Erklärung. Aber wir tasten uns jetzt vor. Okay, niemand, denn es geschieht. Ja, es wird geschrieben, aber es ist kein Ich, was es tut. Sehr gut. Und es ist doch dieser Impuls der Kommunikation. Es ist doch dieser bestimmte Vorgang einer Kommunikation jetzt. Jopra, es ist doch diese Kommunikation, dieses, sagen wir jetzt einfach mal, Gefühl des Tuns, des Vorgangs an sich. Man kann schon von niemand reden, das ist okay, doch nur um ganz sicher zu gehen. Da müssen wir jetzt ganz sicher die Sache klären. Es spielt gar keine Rolle, ob ein Ich da ist oder ob kein Ich da ist. Ramana Maharshi hat gesagt, das Paradoxe an der Selbstverwirklichung ist, man sucht mit dem Ich das Selbst und übrig bleibt das Ich. Es ist dieses dein Hiersein, das Gefühl, mit dem man auf die Suche geht, und zum Schluss bleibt dieses Hiersein übrig. Man kann in diesem Moment des Geschehens, so wie du das jetzt gerade auch schreibst, natürlich es nicht beschreiben, denn man weiß selber, es trifft nicht zu. Aber man kommuniziert. Das ist das, ich finde es auch sehr Spannende an dieser Selbstverwirklichung. Doch übrig bleibt dieses Bewusstsein. Bewusst sein. Bewusst sein. All dessen, was sich ereignet.
Es braucht dich dazu, um eine Kommunikation zu starten. Und ganz ohne Zweifel ist dazu von deiner Seite ein Impuls, etwas wichtig, dass dies auch beginnt. Es musst du tun. Du kannst einen Gedanken in dir planen, eine bestimmte Idee, einen Denkvorgang. Es ist natürlich deine Sache, ob du diesen Denkvorgang startest, ihn laut mit anderen Menschen teilst oder nicht. Auf jeden Fall ist es von deiner Seite deine Sache. Es ist nur wichtig, ansonsten, wenn man von Leerheit, von niemand spricht, ist das das Dilemma, das in vielen solchen Selbstverwirklichungsschulen das Problem ist. Es fehlt definitiv das Verständnis. Es wird mit Leerheit, mit nichts, mit Nirvana herum gehandelt, doch es fehlt das Verständnis. Es gibt einem nicht diesen Halt, den man gerne hätte. Es lässt einem einfach, wie es eben mit diesen erdachten Gegenständen und Dingen ist, in der Luft stehen, denn diese Dinge verändern sich. Und es ist wichtig, völlig hier zu sein. Ein völliges Hiersein, Jobra, bedeutet, da gibt es keinerlei Erklärungen mehr. Es ist, wie es ist. Jedes Wort ist, was es ist, ein Wort. Und der Inhalt dieses Wortes ist auch zusammengesetzt aus verschiedenen Erfahrungswerten. Und somit ist das Wort der Behälter eines Inhalts, der zu diesem Wort eben geschrieben wird, dazugehört. Das Wort Auto ist ein Wort, Auto. Und da kommen danach, kommt der Inhalt und das sind dann die verschiedenen Teile des Autos, die verschiedenen Marken, alles, was dazugehört, das ist der Inhalt. Beginnen tut es mit dem Wort Auto. Gibt es das Wort Auto nicht, wird es schwierig. Wird es schwierig, eine Kommunikation darüber zu führen. Also muss das Wort Auto kreiert werden. Doch das sind nur Wörter. Und ich weiß, was du da sagst. Der völlige Verlust eines Ich Bin. Also, wie du selber sagst, Leerheit ist seitdem. Nein, dieses Ich Bin ist nicht mehr da. Alles geschieht, aber scheint niemand mehr hier. Exakt, Jopra. In diesem Moment ist niemand mehr hier. Dieser Niemand war vor einiger Zeit noch jemand, nämlich zu dieser Zeit, wo du identifiziert warst mit dieser ganzen Geschichte, mit diesen Energieformen, mit diesen Eindrücken und Erfahrungen, die du hattest. Doch dann wurde aus diesem Jemand ein Niemand. Also fällt damit auch dieses Wort Niemand weg, denn Niemand ist das auflösende Wort für das reine Bewusstsein im Hier und Jetzt. Das ist das letzte Wort, das man sagen kann über sich selber, und dann bleibt nur noch dieser Moment des Hierseins. Dort, wo wir uns jetzt gerade treffen, jetzt sind, in diesem Moment, da gibt es keine Leerheit, da gibt es keinen Gott, dort ist alles, wie es ist, die Existenz, die reine Präsenz in diesem Moment. Alles
hört dort auf, alles wissen wollen. Dort kommt man nur hinein, wenn man alles aufgegeben hat, wenn man jeden selbstsüchtigen Gedanken seines gehüteten Selbstbildes erkannt hat und in diesem Erkennen aufgelöst hat. Dann öffnen sich die Pforten zu diesem Paradies, zu dir selber, zu diesem reinen Hiersein. Wie das mit dir geschehen ist. Ja, alles scheint, ja, weiterhin scheint alles ungestört zu funktionieren. Hier ist keine persönliche Ich-Form oder ich bin an oder ich bin Anwesenheit hier. Oder ich bin Anwesenheit hier. Aber niemand, der hier ist. Ja, Sterben geschah hier seit Jahren. Sehr schön, Jupra. Das ist auch das, was Jesus in der Kommunikation mit Nikodemus gemeint hat. Nikodemus, du kennst vielleicht die Geschichte, bereits schon ein sehr alter Schriftgelehrter, hat ihn herbeigeholt, natürlich so, dass man es nicht wissen konnte, dass Jesus und Nikodemus eine Kommunikation untereinander pflegten, denn das war sehr gefährlich. Jesus war ein gefährlicher Mensch und wer sich mit ihm abgegeben hat zu dieser Zeit, der lief Gefahr, in diese Gruppe eingeordnet zu werden. Und ihr wisst selber, zu diesen Zeiten, vor 2000 Jahren, waren die Römer sehr fleißig, was Kreuzigung anlangt. Nicht nur in Israel, sondern in den ganzen bekannten Teilen des europäischen Raumes haben sie diese Kreuzigungen gepflegt. Auch in Rom. Via di Ostia, diese Straße zum Meer vom Rom weg, war links und rechts von Kreuzen abgegrenzt. Also die waren da sehr fleißig. Und so, Nikodemus konnte es sich nicht leisten, sich mit Jesus sehen zu lassen. Aber doch liebte er Jesus, denn er spürte, er hat das, was er wirklich suchte, nämlich sich selber. Jesus war er selber in der reinsten Form. Er spürte das irgendwie, durch ihn fehlte das Verständnis. Und so fragte er Jesus, was kann ich tun, um in das Königreich zu gelangen, von dem du sprichst? Und er sagt, um dorthin zu gelangen, musst du erst sterben und neu geboren werden. Und dann war er natürlich verzweifelt. Sterben und neu geboren werden, er ist eh schon alt. Was soll denn das bedeuten? Doch Jesus meinte damit nicht den körperlichen Tod, er meinte damit den Tod seines Wissens über all das, was er gelesen hat. Er wusste, was Gott ist. Nikodemus wusste, was Gott ist. Er wusste über allerhand Dinge Bescheid. Er kannte die Bibel völlig auswendig. Und deshalb meinte er auch zu wissen, was Gott ist. Doch sein Gott, der Gott Nikodemus, war nur ein Wissensmodell. Doch Gott hat nichts mit diesen Wissensmodellen zu tun. Gott macht Wissensmodelle erst möglich. Und dort, in diesem Moment, und das meinte Jesus mit dem Sterben und Neugeborenwerden, in diesem Moment, dieser Erkenntnis, dass alles Wissen eben nur Wissen ist, eine Ansammlung von Wörtern und Gedanken und Sätzen, die eben irgendwas aussagen in der Richtung, in dieser Erkenntnis findet dieser Tod der Identifikation mit all diesen Bekannten statt. Also man lässt schon zu Lebzeiten all das Bekannte hinter sich. Man zieht das alte Bekannte und in diesem Sehen
ist es bereits schon als das erkannt, was es ist, nämlich temporär. Jederzeit abrufbar, doch es kommt und geht. Was bleibt, ist genau dieses Bewusstsein, das dies jetzt gerade sagen konnte. Und dieses Bewusstsein ist sozusagen in der Mitte. Es kann links sagen, es kann rechts sagen, es kann oben sagen, es kann unten sagen. Doch das Bewusstsein ist das, was das sagen kann, was das alles möglich macht. So, in diesem Moment ist der Tod geschehen. Aber der Tod, es ist sehr seltsam, bedeutet das Leben. Wenn du das Alte, das ewige Vergangene losgelassen hast, wirklich dich nicht mehr daran festhältst, in diesem Moment ereignet sich das Leben. Sehr seltsam. Sterben, um zu leben. Doch genau das ist damit gemeint, was Jesus zu Nikodemus gesagt hat. In diesem Moment des Todes, der Erkenntnis, was denn das Vergängliche ist, in diesem Moment ereignet sich das Leben. Und ereignet sich das Leben, stellt man fest, dass, wenn ich versuche, dieses Leben zu erklären, ich daraus einen Gebrauchtartikel mache. Etwas Gebrauchtes. Und der wird dann mit der Zeit wieder langweilig. Doch versuche ich es nicht zu erklären, versuche ich mich selber nicht mehr zu erklären, sondern bin einfach nur noch dieses Bewusstsein, dann ist das Leben Leben, ewig Leben, immer neu. Da gibt es kein Alt, kein Verbraucht, es ist immer neu, weil es sich immer neu kreiert. Das ist das Wunderbare und das Paradoxe, wenn man noch ein wenig identifiziert ist mit den ganzen Gedanken, deren Inhalte. Ja, Jopra, und dann ist das, was du sagst, das Erwachen. Ganz offensichtlich, so wie du das schreibst, ist das das Erwachen. Und es ist sehr interessant, miteinander zu kommunizieren. Etwas, wo man nicht kommunizieren kann. Man schreibt niemand, aber man weiß gleich im selben Moment, irgendwie stimmt dieses Niemand ja auch nicht. Denn das ist so, weil man in diesem Bewusstsein alle Wörter, alle erkennbaren Energieformen wahrnimmt, sieht und sich selbst als dieses ewig Neue, dieses Leben erkennt und spürt. Obwohl niemand mehr hier ist, der sagen könnte, ich bin das, ich bin das, ich bin Gott, ich bin das Leben. Man kann es dann sagen, selber weiß man, dass es vom Gesichtspunkt des Lebens gar nicht nötig wäre. Und genau genommen eigentlich so nicht stimmt. Doch wenn dieses Leben Platz genommen hat, dieses ewige Leben, dieses Neue, in diesem Moment kannst du auch das sagen, was Jesus gesagt hat. Ich bin der Weg, ich bin das Leben und ich bin die Wahrheit. Dann bist du nämlich eins geworden mit Jesus, genauso wie Jesus gesagt hat, ich und Gott, ich und mein Vater sind eins. Und genauso bist auch du dann eins geworden. Und dann ist, wie du es ausgedrückt hast, aber eigentlich niemand mehr hier. Niemand mehr, mit dem du dich identifizierst. Es ist die reine Quelle, die dann geschieht und die Dinge gestaltet.
Wunderbar. Jopra. Es ist so verdammt einsam. Okay, dann schreib mir, wie empfindest du diese Einsamkeit? Wieso ist es einsam? Tod, Tod, Endgültigkeit. Ja, was meinst du denn damit? Also, wenn du damit meinst, Tod, Endgültigkeit, okay, dann nehmen wir es dem Wort nach. Endgültigkeit. Der Tod ist Endgültigkeit. Nehmen wir es doch beim Wort. Die Sprache, die Worte sind wirklich sehr genial. Du schreibst Tod, Endgültigkeit. Der Tod aller Leben. Sobald du diese Identifikation mit deiner Geschichte, ist natürlich dein Körper verbunden, aus dem du diese Geschichte geformt hast. Der Körper war sozusagen das Behältnis, mit dem sich deine Geschichte entfaltet. Und sie wird es nach und nach weiter tun. Doch in diesem Moment, wo du deine Geschichte entdeckst, so als ob du ein Buch liest und du gehst völlig in die Handlung, die in diesem Buch steht, unter, bist völlig darin verstrickt und dann kommt einmal vielleicht irgendein Geräusch von draußen und macht's Peng und du entdeckst dich selber dabei, wie du das Buch in den Händen hältst und gerade am Lesen bist. Also, du hast völlig vergessen, dass du ein Buch liest und darin eine Geschichte geschrieben steht. Und genauso ähnlich ist es mit dem Erwachen. Du siehst, dass es Geschichte ist, mit dem du dich identifiziert hast. Deine Geschichte von deiner Geburt bis zu diesem Augenblick. Und dieses Erkennen, dieses Wahrnehmen ist eben dieses Bewusstsein, das immer hier ist. Da gibt es keine Einsamkeit, denn dieses Bewusstsein ist alles. Und alle Überlegungen über den Tod sind nur Modelle, Gedankenmodelle, Ideen, Gedankenmodelle, die dieses Bewusstsein erkennt. Doch Tatsache ist, dass dieses Bewusstsein immer ist. Schau, jetzt für mich, ich sage das sehr oft, ein Wunder, nämlich die Tatsache dieses Hierseins. Die Tatsache, dass du jetzt in den Chat schreibst, dass diese Kommunikation zwischen uns stattfindet. Allein diese Tatsache, dass dies möglich wird, dies zu tun. Das meine ich mit Hiersein.
Und dann kommen Überlegungen des Menschen, mit dem Tod ist alles aus, ist alles fertig, mit dem Tod geht es in die nächste Stufe. Das alles sind Überlegungen. Tatsache ist dieses Hiersein. Und wenn du dich in dieses Hiersein, wenn du dich völlig einlässt mit diesem Hiersein, wirst du entdecken, es gibt gar kein Ende. Unmöglich. Denn Tod, so wie wir es kennen, mit dem völligen Verlöschen, gibt es so nicht. Es geht weiter und weiter und weiter. Nur mit dem Unterschied, bist du völlig zu diesem Bewusstsein geworden, geschieht es in völligem Licht, geschieht alles in diesem klaren Bewusstsein des jetzigen Momentes. Und das führt mit sich, dass du selbst, der du nun zur Quelle zurückgekehrt bist, diese Schöpfung genießt, egal in welcher Form auch immer, doch dann ist es eine Freude. Es kehrt sich um zur Freude. Da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Jetzt ist der Moment, in dem sich der Mensch zu dieser Freude, zu dieser hochschwingenden Energie anhebt. Die eigene Kraft entdeckt, dass dies möglich ist, dass er dies tun kann. Ja, ich weiß, es ist die Folge der Aufmerksamkeit innerhalb dieser Geschichte. So ist es. Es ist diese Aufmerksamkeit, der dich all diese Überlegungen machen lässt. Doch es sind Überlegungen und diese Überlegungen sind nur möglich, weil du dementsprechend auch diese Überlegungsgegenstände in dir bereits schon angesammelt hast. Und dies bringst du nun in Form von Sätzen hervor. Das sind Überlegungen. Doch was dabei bleibt, ist diese Aufmerksamkeit dem gegenüber. Wenn du schreibst, es ist so verdammt einsam, könnte dann es vielleicht sein, dass die alte Angewohnheit, nämlich, dass du dich als hier empfindest und da draußen die Welt ist, siehst. Also immer noch subtil eine kleine Trennung zwischen dir und der Welt vorhanden ist, der Erde, des Universums. Doch lässt du all dies beiseite und entspannst dich völlig jetzt zu dir selbst. In diesem Moment hören alle Bezeichnungen auf und was bleibt, ist dieses Bewusstsein. Wenn du mit diesem Bewusstsein einen Zweifel hervorbringst und du glaubst diesen Zweifel, dann bist du dir selber wieder ein wenig in die Falle gegangen, in die Falle der alten Identifikation mit den bekannten Ereignissen mit den bekannten Energieformen, die in dir sich angesammelt haben. Doch wenn du völlig jetzt hier bist, gibt es kein Einsam, gibt es kein Tod, gibt es keine Endgültigkeit, dann ist alles ein Fließen, dann ist alles Freude, dann ist alles Leben, wirkliches Leben. Und dann kann man alles genießen, was man auch erschafft. Die Angst, es zu verlieren,
ist damit verschwunden. Denn wieso auch? Man erschafft, man kreiert aus reiner Freude dies zu tun. Die Idee, die man hat, umzusetzen in auch manchmal in materielle Gegenstände. Das ist das Wunderbare der Schöpfung. Und das ist dann ein Genießen, das Genießen an diesem Tun. Und es ist eben nicht mehr die Angst des Verlierens vorhanden. So kann man, beginnt man dann all den Luxus, den wir nun uns erschaffen können, damit es auch unserem Körper in materieller Form gut geht, erst richtig genießen. Das ist nichts umsonst, was wir gemacht haben an schönen Dingen. Jetzt lernen wir das schönste Ding kennen, nämlich uns selbst, unser Sein. Und aus diesem Sein heraus beginnen wir noch schönere, lichtvolle Sachen zu kreieren, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Ohne das, was geschehen ist, in irgendeiner Art und Weise zu verurteilen. Das war wichtig in dieser Evolution des Bewusstseins, nicht nur der Biologie, sondern auch der Evolution des Bewusstseins. Man merkt jetzt, wie es über dieses alte, identifizierte Bewusstsein hinauswächst in das reine Bewusstsein des jetzigen Momentes. Eine wunderbare Zeit. Ekota, du schreibst, Jesus ging mal 40 Tage in die Stille nach seinem Aufwachen. Ekota, du meinst, Jesus ging 40 Tage in die Stille nach seinem Aufwachen. Also er wurde erleuchtet, er ist erwacht. Und ging danach 40 Tage in die Stille. In die Wüste. Das ist sehr schön. Genau, man kann es auch so, wie du das jetzt schilderst, auch so sehen. Aber es ist auch so in der Bibel zu lesen, dass er 40 Tage in die Wüste ging, um dort versucht zu werden. Nun, man kann es wirklich so sehen, dass es sich so ereignet hat, dass es ihm irgendwie überdrüssig wurde, das Schreinerleben, und gesagt hat, jetzt könnt ihr mich mal alle, jetzt werde ich in die Wüste gehen. Und zufälligerweise hatte der Teufel auch nichts zu tun und hat sich gedacht, ja, wenn der schon mal jetzt da kommt, könnte ich ihn ja versuchen. Doch was dort geschehen ist, kann man auch als Symbol sehen, dass Jesus auch sein Leben gelebt hat und in diesem Leben all diese Erfahrungen von Neid, Eifersucht, Gier, Hass an sich selber erlebt hat, selber gespürt hat und manchmal auch an andere Menschen ausgelassen hat. So sind diese 40 Tage Versuchung nicht nur 40 Tage in Zeitmaßen zu berechnen, sondern es ist eine gewisse Lebensspanne, die Jesus hier erlebt hat, wo er eben all diese menschlichen Probleme an sich selber erlebt hat.
Und in die Wüste gehen bedeutet, wie du schreibst, in die Einsamkeit gehen. Und in der Einsamkeit ist es still. Und dort beginnt man viele Dinge zu hören. Wenn alles sehr still ist, einsam und still ist, beginnt man das leiseste Geräusch wahrzunehmen, den leisesten Klang zu hören. Man wird sehr sensibel. Und genau das hat bei Jesus schon seinen Lebzeiten über gemacht. All diesen Emotionen von Neid, Gier, Hass und so weiter, war er sehr aufmerksam dem gegenüber, hat es betrachtet, beobachtet und hat begonnen, sich nicht immer von diesen Gefühlen fortreißen zu lassen, indem er die gleichen Gedanken, die zu diesen Gefühlen passt, hervorgeholt hat und diese Gefühle weiterentwickelt hat. Gefühle wie Neid, Gier, Hass und so weiter. So kann man auch diese Geschichte mit den 40 Tagen genauso auch betrachten. Also nicht nur bestimmte 40 Tage, sondern die Zeitspanne seines Lebens auf 40 Tage zusammengebracht. Das ist auch in diesen Versuchungen, die darin geschehen, beschrieben. Und die Versuchungen sind eben diese Gefühle, die dich öfters mitreißen lassen und du dies mit deinen Gedanken auch unterstützt. Doch in dem Moment, wo du dich annimmst als diese Stille, geschieht etwas Wunderbares. Du siehst, dass du nicht der Spielball deiner Gefühle bist, sondern du bist der Spieler, der diese Gefühle verwendet und mit diesen Gefühlen spielen kann, sie umwandeln kann in jedem Moment. Du beginnst also, diese sich nicht gut anfühlenden Gefühle umzuwandeln, zu transformieren, weil du dich selber als die Stille erkennst, die du in deinem Herzen auch bist, gerade jetzt, in diesem Moment. Ja, immer wenn ich in den Verstand gehe, erfolgt Drama. Aber die Energien sind so stark. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr existieren kann, wenn ich die Geschichte loslasse. Jobra, du kannst deine Geschichte gar nicht loslassen. Die Geschichte ist hier. Schau, du sitzt jetzt vor deinem Computer und du weißt selber, deine ganze Geschichte, inklusive der Geschichte deines Körpers, ist abrufbar. Alles sofort abrufbar. Du kannst diese Geschichte nicht loslassen. Aber was du kannst, ist, du kannst diese Geschichte immer wieder anziehen. Du kannst diese Geschichte anschauen. Du kannst diese Geschichte genießen, die du nun wahrnimmst. Deine Geschichte. Mit dem einen Unterschied, dass du jetzt weißt, dass es Geschichte ist. Du bist dir bewusst geworden, dass das, was du vorher als dein Leben bezeichnet hast, eine Geschichte ist. Nun bist du selbst zum Leben geworden und bist deshalb nicht mehr eine Geschichte, sondern du bist das Leben. Das Leben, das es dir jetzt möglich macht, diese Geschichte zu betrachten. Da gibt es nichts loszulassen, sondern da gibt es nur etwas, sich daran zu erfreuen. Das ist das Schöne. Da muss man nichts loslassen. Es ist gar keine Anstrengung nötig. Es ist nur die Freude an dem Erschaffen gegeben. Loslassen im Sinne von Leben in der Gegenwärtigkeit, meine ich.
Die Gegenwärtigkeit ist immer gegenwärtig. Auch für die Gegenwärtigkeit braucht man sich nicht den geringsten Gedanken zu machen. Kann man natürlich, doch selbst wenn man sich Gedanken macht, geschieht dies in der Gegenwärtigkeit. Also, du kannst dich völlig entspannen. Egal, was du denkst und tust, du wirst sehen, du bist dir bewusst, dass es jetzt geschieht. Wenn du einmal das Gefühl haben solltest, wenn du dich im Denken vorfindest und du hast das Gefühl, jetzt bin ich irgendwie wieder beim Denken gelandet, ich habe mich wieder irgendwie davontreiben lassen, sei dir im selben Moment bewusst, dass dies alles in der Gegenwärtigkeit geschieht. Also, es gibt nur die Gegenwärtigkeit. Das bedeutet, du kannst dich völlig entspannen, denn es gibt keinen Fehler, den du machen könntest. Es gibt keinen Grund, in dem du Gewissensbisse haben solltest, denn es ist die Gegenwärtigkeit. Und diese Gegenwärtigkeit, diese Bewusstheit, auf das kannst du sicher gehen und zählen, wird keine dunklen Geschichten machen. Es wird alles nach und nach lichter, 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 lichter. Es wird alles mehr und mehr die Liebe. Es wird alles dieser Moment. Es wird alles zur Liebe. Okay, sehr schön. Wunderbar auch Ekuta Jopra für eure Arbeit, eure Aufmerksamkeit zu euch selber. Herrlich. Gut, jetzt ist es doch wirklich schon ein wenig spät in der Zeit. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und das nächste Mal bei JetzTV, wie gesagt, nächsten Samstag wieder um 20 Uhr. Gut, alles Liebe und bis bald.